Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal Game Alchemist. Dieses Mal wieder mit einem eine Stunde mit. Und ich habe hier Horizon Zero Dawn Remastered. Und ich habe ein bisschen reingeguckt, ja. Ich habe mir die 10 Euro Upgrade-Version geholt, denn ich habe ja das Spiel bereits besessen, logischerweise. Und einen kleinen Tipp vorher, falls ihr die CD-Variante, die Retail-Version habt, so wie ich, dann müsst ihr die einfach nur in die Konsole reinschieben und dann wird euch die Upgrade-Version vorgeschlagen. Ansonsten nicht. Also nicht wundern oder verzweifeln, ja, falls ihr euch irgendwie dachtet, okay, ich möchte Zero Dawn nochmal auf Platin holen als Remastered-Version oder einfach das Spiel nochmal genießen, damit ich dann Forbidden West nochmal spiele, so wie ich beispielsweise. Dann müsst ihr einfach nur die CD reinschieben und müsst dann nicht den vollen Preis von 50 Euro zahlen. Wir werden jetzt hier die erste Stunde erleben. Natürlich, der Anfang ist so ein bisschen blöd, weil man halt Aloy noch als Kind spielt, aber man sieht auf jeden Fall schon Veränderungen. Ich habe mal reingeguckt in meinem Speicherstand und ja, vielleicht werde ich auch einfach ein bisschen im neuen Spiel spielen und dann euch noch ein bisschen was aus dem etwas fortgeschritteneren Gameplay zeigen. So viel habe ich da jetzt nicht gespielt an Speicherständen, aber ein bisschen kann ich euch da schon zeigen. Ich weiß nicht, ob das hier der erste Part zu einem Livestream-Let's Play wird. Ich habe keine Ahnung. Ich starte jetzt einfach mal. Ach du Heilige, man kann direkt auf Ultra schwer. Ja, wir starten einfach mal auf schwer. Schwer ist okay für so ein Spiel. Aber Ultra schwer, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt hier als Story-Let's Play mache oder nur für mich spiele. Werden wir schauen, denn Mitte des Monats, also Mitte nächsten Monats, kommt ja auch schon LEGO Horizon Adventures. Und das wird auf jeden Fall ein Projekt. Also schauen wir mal, wie weit wir denn hier kommen. Aloy! Aloy! Sie sieht als Kind auf jeden Fall schon mal besser aus als im Original. Allgemein sieht alles besser aus, ne? Oh, du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? By the way, am Anfang, wenn ihr das Spiel startet, ist es noch auf Auflösung, also auf 30 FPS. Ihr könnt das aber umstellen sofort auf Leistung. Würde ich euch auch empfehlen. Gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Ja, sie ist halt eine Ausgestoßene, ne? Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Ich sag gleich was dazu. Rost! Hier unten! Rost! Rost! Er hört mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Also ganz kurz, ich habe das schon damals im Original kritisiert. Ich finde. Hier unten sind Ratten. Ja, Ratten sind süß. Ich finde das echt. Ich weiß nicht, ich finde Kinder in Videospielen machen halt nie eine gute Synchro oder so. Ich meine, sie ist da runtergefallen und macht dann schon die Geräusche von wegen, aha, dass sie aufsteht. Das ist ein bisschen weird. Also, das war auch schon damals komisch, das hat sich nicht verändert. Oh, wir sind in der Betthöhle. Cool. Und ziemlich eng, aber ich passe durch. Achso, ich muss mich ducken. Okay. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist echt weird. Eine Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Ich hoffe, ich habe nicht die Controller mit Stickdrift erwischt. Also, falls Aloy sich manchmal so komisch links, rechts so hier bewegt, dann liegt das an meinem Controller. Das tut mir dann leid. Aber grafisch macht das auf jeden Fall schon echt was her. Es sieht wirklich wunderschön aus. Und ja, auch Horizon Zero Dawn, das Originale, sah wunderschön aus. Oder sieht es immer noch. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber man erkennt den Unterschied.
Man erkennt auf jeden Fall den Unterschied. Allein die Gräser hier sehen so detailliert und scharf aus. Was waren das? Achso, das sind die Spiegelungen, okay. Die Reflexionen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hier ein komplettes Story-Let's Play wird. Ich werde es mal als eine Stunde mit erstmal vermarkten und dann mal schauen, ob ich dann dazu nächste Woche Streams starte. Ich habe eigentlich schon Bock auf Horizon Zero Dawn, bin ich ehrlich. Weil ich habe Forbidden West. Ja, wir sind langsam. Langsam riecht man Bruce Wayne. Ich habe nämlich Forbidden West nie durchgespielt, leider, weil es irgendwann eine Zeit gab. Ich meine, es ist mit Elden Ring rausgekommen, ne? Mit Elden Ring Vorne hatte auf jeden ist Fall irgendwas. Priorität. Und jetzt nochmal Horizon Zero Dawn in derselben Grafik zu spielen wie. Komme ich da durch? Nee, ne? Wie Forbidden West. Das macht mir dann nochmal so ein bisschen. Gibt mir nochmal Was so einen ist Schwung. das? Nochmal Forbidden West zu starten. Ein Toter. Ja, Toter. Da glänzt doch etwas. Ah ja, jetzt kriegen wir den Sender da. Den Sender. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß, dieses Dreieck. Ich hoffe, macht das Spiel, dass das Spiel laut genug ist. Und ja, ich habe Schnupfen. Boah, die Grafik ist, das ist so scharf, ne? Sieht echt gut aus. Wie macht es das? Ach ja, der Fokus war das ja genau. So, ausschalten, einschalten, easy, gar kein Problem. Man könnte natürlich auch sagen, in einem Story-Let's Play liest man alle Bücher und so, aber es gibt in Horizon Zero Dawn so unglaublich viel zu lesen. Das würde den Rahmen sprengen. Deswegen machen wir das auch einfach mal nicht. Wo geht's denn hier lang? Ah, sie kann schon sprinten. Oh ja, moin. Ach, das muss ich doch sogar machen. Stimmt, um die Tür zu öffnen. Okay, warte mal. Oh, ist die Kamerageschwindigkeit so voll lahmarschig? Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Ich kann es immer noch nicht aktivieren. Ich muss das hier erstmal machen, ne? Starkes Rätsel. Rätsel. Kann Eine sie eigentlich schon Fahrkassette springen? an Ja, der kann sie. Tür. Okay. Ich spiele momentan so viele Spiele, wo man nicht springen kann. Deswegen war das ein bisschen ungewohnt gerade. Geschafft. Ich hoffe mal echt, das Spiel ist laut genug. Aber noch passiert ja nicht so super viel. Ich habe die Effekte 10% runtergemacht und die Musik. Aber sonst alles auf Maximum. Was ist das? Meinst du, mir gefällt das? Es So, ich geht mute mich nicht mal ganz besser. kurz. Er ist direkt hinter dir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ich liebe auch meinen großen kleinen Mann.
Ah, das ist ein anderes Thema. Was ist denn das hier? Sind das Barren? Ne, sind Bücher, ne? Also Bücher. Okay, ist auch von weitem aus wie Barren. Also man hat bei den Holos jetzt zum Beispiel gemerkt, diese Holo-Projektion, das ist noch nicht so richtig gut drin gewesen irgendwie. Die sehen immer noch ein bisschen komisch aus. Aber überlegt euch mal, ihr seid in so einer Welt, wo ihr sowas alles gar nicht mehr kennt. Sowas wie heute. Ja, ihr könnt nicht mehr eure TikTok-Tänze machen. Ihr könnt nicht mehr zu McDonald's gehen. Ist doch schrecklich. Also. War natürlich jetzt so Spaß. Ja. So, was stand da gerade? Ja, nee, wir werden keine Audios uns anhören, weil ich möchte ja reden. Aber wir sammeln das mal hier kurz ein und dann ist gut. Punkt. Gute Audio. Punkt. Hä, es gibt nur 63 Audios? Da gab es aber mehr Texte zu lesen, ne? Muss ja. Irgendwas gab es über 200 Mal oder so. Das war ganz schön heftig in dem Spiel. Und ich bin froh, dass man nicht alles sammeln muss für die Wann sind Platin. Sie hier gestorben? Was ist passiert? Hier gibt es doch relativ viel zum Lesen und zum Anhören. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr so richtig, was genau in Zero Dawn passiert ist. Also ich weiß, was mit Aloy ist. Und die ganzen Maschinen. Aber ich weiß nicht mehr, wie es dazu genau kam. So richtig. Das habe ich wieder vergessen. Und ich werde es jetzt auch mal nicht spoilern, ne? Er ist da. Oh, die Ratten Rust sind so hat mich süß. gefunden. Hier unten. Ich komme. Ich komme. Na, das hast du ja mit sehr Elan eingesprochen. Oh je. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Sie lernt schon mal Diese Jura. Formen. Was bedeuten sie? Ist das Spiel gerade lauter geworden? Nimm deinen Bogen. Das ist wirklich lauter geworden, ne? Und auch auf 30 FPS auf einmal. Was ist denn da los? Bo. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Okay, die Videosequenzen sind irgendwie lauter als die Sprache im Spiel. Weird. Und in 30 FPS, warum auch immer. Das scheint aber so irgendwie so ein Trend zu sein bei Sony, habe ich das Gefühl. Das Die gibt es bei vielen Wildnis kann Spielen. gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Das fand ich damals auch eine sehr coole Idee, Siehst du die wie man sich Pflanze hier heilt. drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Dreieck, let's go. Gut, jetzt isst die Beeren. Wenn man Dreieck gedrückt hält, oder? Ah, nee. Sie Alter, schmecken triggert mich vielleicht das. bitter,
aber sie können dein Leben retten. Oh, das Spiel sieht so schön aus, ne? Sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Die nehme ich natürlich schon mit, ne, wegen Pfeile und so. Ah, das Spiel sieht wirklich wunderschön aus. Dieses Tal ist nur ein Teil von Urban. Aber Zero Dawn sah auch schon echt gut aus, ne, also. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. So, Medizinbeutel, erstmal sich heilen hier. Also 207 zu 210 geht gar nicht klar. Das triggert meinen inneren Bock. Ich hoffe, das kann man irgendwie nachvollziehen. Fluss abwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Stimmt gar nicht. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Alle sind gefährlich, ich glaube nicht, ne? Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Ja, diese hohe Grasmechanik hatte geführt jedes Spiel mittlerweile, ne? Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. The Baby, süß. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Bro, der Wächter ist direkt da hinten, also. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, anhand der Sträucher, ich glaube, im originalen Zero Dawn war es ja so, dass wenn du diesen Sträuchern bist, warst du auch gefühlt wirklich versteckt. Hier haben sie halt so ein bisschen übertrieben, dass man halt wirklich alle Sträucher komplett zur Seite schiebt, sodass es gar nicht mehr aussieht, als wenn man versteckt wäre, oder irre ich mich jetzt gerade? Du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrecht. Da müsste ich mal das Original nochmal spielen, um das zu sehen, aber ich bin der Meinung, da hat man sich eher versteckt. Achte auf ihn. Weil hier, guck mal, das sieht ja nicht aus, als ob er versteckt wäre. Aber ja gut, das ist eine Spielmechanik, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber... Ich bin der Meinung, es war im Original anders. Ich meine, guck mal, man kann uns übel sehen eigentlich. Guck dir mal das Gras, wie das jetzt hier sich so biegt und so. Das war der letzte. Das war doch safe nicht im Original so. Das war ja, glaube ich, nicht mal in Forbidden West so krass. Aber es ist schon wieder ewig her, sie ne? Haben dich nicht bemerkt. Ups, lol. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Witzig, ich wusste gar nicht, dass man den scannen kann. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ach ja, übrigens, wichtig für alle Leute, die vielleicht die Platin jagen wollen, die Trophäen wurden nicht übernommen. Das hier ist zwar ein PS5-Upgrade auch, ja, aber es wird als einzelnes Spiel gewertet, weil es ja ein Remastered ist. Bedeutet, ihr kriegt nicht automatisch die Platin. Nur falls ihr es euch deswegen kaufen wollt, um eine zweite Platin zu haben, gibt ja so Leute, das funktioniert nicht, ihr müsst es normal spielen. Ah, das ist so dieser Bast, oder? Nee, Quatsch, kann der gar nicht. Wer ist das? Was war ja kleiner. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Naja, warum ein Narr? Ich meine, wenn der Stamm Ausgestoßene... ausstößt, so wie es auch heißt, ne? Dann kann man auch eventuell einen Hass auf den Stamm entwickeln. Ich kann das dann schon nachvollziehen. Da, siehst du. Wenn man extra Menschen ausstößt, die nicht so sind wie sie, beziehungsweise nicht dazugehören. Warum sollte man die dann nicht hassen? Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen.
wenn sie dich sehen. Man das waren unsere Reittiere. Heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Boah, ob man jetzt hier im Remastered auch fliegen kann, so wie in Forbidden West? Möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Wohl, glaube ich nicht. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Gut, die reichen. Folgt mir. Da ist auch noch ein bisschen Heilung hier holen. Rund um das zeigen an, wie viel Lärm du machst. Ja, das weiß ich auch noch. Obwohl, ich dachte ehrlich gesagt, dass es bedeutet, wie krass ich gesehen werde. Aber jetzt macht es auch gar keinen Sinn. So, nochmal Heilung mitnehmen hier. Aber eigentlich müssen wir das Spiel auf ultra schwer spielen, da ne? Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnte die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay. Gedrückt, okay. Mit unten. Und dann einfach loslassen, okay. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Habe ich gemacht. Profi. So, komm, jetzt ist es sicher. Da wäre ich jetzt oder so gekommen. Naja, da hinten ist noch einer, glaube ich, der da rumtorkelt. Und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Alles mit Dreieck, okay. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Ah, ich habe doch schon Reinholzzweige. Haben die nicht gezählt, als ich die gesammelt habe, oder was? Hm, na gut. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Okay, und dann X gedrückt halten. Ah ja, genau. Ja, guck mal, ich habe sogar noch Zweige im Inventar. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Das stimmt. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Boah, Junge. Es blendet, aber es ist wunderschön. Ja, okay, jetzt ist ein bisschen übertrieben hier. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Okay, soll ich jetzt auf den Kanister schießen? Wahrscheinlich, wa? Zeit für deine erste Beute, Aloy. Oder auch nicht. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Oder auf ultraschwer spielen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Ja. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Ha. Das Spielzeug. Wohl kaum. Ja. Jetzt. Natürlich. Erledige den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Nochmal! Gar kein Ding. Der hat nicht mal die Zeit gehabt, sich hier anzugreifen. Oh, die Lohen. Ach man, das Spiel ist einfach... Ich weiß nicht, viele haten ja Horizon. Du warst gut heute. Aber du ich hast erzähl gleich viel weiter. Zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Also, viele haten ja auch irgendwie Horizon so ein bisschen zu Unrecht, finde ich. Ich meine, ja, es wurde jetzt remastered. Oh, das Wasser sieht schön aus. Guerilla Games macht halt sehr viel jetzt nur mit Horizon und bla bla bla. Und
Ich weiß nicht, ich finde, die Reihe ist sehr, sehr gut eigentlich so vom Ding her. Die Story ist cool, beim zweiten Teil kann ich es nicht sagen, aber von Zero Dawn ist die Story sehr cool. Das Gameplay, das damals rauskam, war auch sehr cool. Es war auch mal was Erfrischendes, dieses Maschinending in so einer Art Steinzeitwelt, auch wenn es die Zukunft ist, ne? Das war halt einfach was Neues. Und ich finde es auch immer noch erfrischend. Ich weiß nicht, warum so viel gehatet wird über Horizon. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Alter, aua. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Doch, ich weiß, wo sie hinlaufen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo man ohne Waffe schleichen muss, oder? Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Okay, wo ist der Junge? Da hinten war der, genau. So, der dreht hier seine Runden. Sie dürfen mich nicht sehen. Erstmal looten. Ich muss vorsichtig sein. Keiner hat was gesehen. Ja, die bleiben da. Sehen, wo sie hingehen. Ja, ist doch gut, Aloy. Das Was mag ist Sony das? irgendwie auch sehr gerne, ne? Dass die Charaktere mal sehr viel quatschen. So, rede mit Tab. Folge mir. Oh Mann. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Tja, mit Magic. Wie machst du das? Indem ich laufe. So, ach, der geht da hinten, warte mal. Ach so, Spurmarkier mit R1 war das. Ah! Schnell Wie durch. ist das möglich? Herr Bro. Die KI ist wieder egal. Man kennt's. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen warten. Ach Mann, dass das mit der KI immer nicht so funktioniert, ist immer ein bisschen blöd. Geschafft. Erste Trophäe. Ui. Also,
ist es kein Spielzeug. Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Jetzt kommt die Stelle, ja. Die erste Entscheidung, glaube ich, ne? Die aber eigentlich keine wirklichen Einflüsse hat. Bleib weg, nicht Mutter! Das ist ein hässlicher. Naja. Ich werf zurück. Werf ich zurück? Entscheidungspunkte bieten Möglichkeit, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Okay, Einsicht. Ja, clever ist halt eigentlich immer am besten, ne? Lass den Stein fallen ist halt... Ich habe, glaube ich, stark in den Stein aus der Hand gemacht. Ziel auf seinen Kopf. Nee, das ist auch nicht irgendwie Aloy, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das. Es ist ja gerade auch schon so ein bisschen wütend, ne? Ja, komm. Aber manche Kinder sehen echt komisch mal noch aus. Manche Kinder haben immer noch so ein Erwachsenengesicht. Du blutest. Lass mich mal sehen. Bei Aloy geht's eigentlich jetzt mittlerweile. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? So einfach ist es nicht. Aber nee, es ist wirklich nicht einfach. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir! Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mach ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Oh, gleich kommt diese mega coole Überblendung. Ah, leider auch nur 30 FPS, aber ist egal. Gibt Schlimmeres, finde ich. Ich finde auch, dass dieses 30 und 60 FPS Thema ein bisschen zu krass breit getreten wird. Ich meine, sofern das Spiel nicht wirklich nur auf 30 FPS die ganze Zeit läuft und nur ein Cutscene 30 bietet. Oh nein, der arme Hase. Ist das eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Ich meine, Filme laufen auch nicht in 60. Da beschwert sich auch keiner. Weil jetzt bei so Spielen, wo man halt wirklich Reaktionszeit braucht, bei Shootern oder das Monster Hunter Wilds, was bald kommt, da braucht man schon 60 FPS. Das wäre schon vonnöten.
Aber die hat's ja auch. Na, jetzt kommt die Überblende, oder? Obwohl, ich weiß noch nicht. Ja doch, jetzt kommt sie. Jetzt springt sie, rollt ab und ist dann erwachsen. Geil. Ich frage mich, wie alt Aloy da eigentlich ist, weil Rost sieht halt nicht wirklich viel älter aus. Rost? 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 Wo ist er? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Er sieht ihm gar nicht ähnlich. So, also wir, wir sind Stufe 3. Wann waren wir bitte Stufe 2? So, genau, Fertigkeiten. Ah, hier gibt es auch schon den DLC-Baum, den Reisenden-Baum. Den gab es ja vorher nicht. Oh, wie war denn das am Anfang? Was war denn wichtig? Der stiller Schlag ist halt wichtig. Braucht man gar nicht drüber reden. Man muss ja Takedowns machen. Das ist zwar cool, aber es kann noch warten. Stille Landung ist... okay. Zeit verlangsamen ist auch eigentlich ganz gut. Aber der kritische Treffer. Gab es hier nicht irgendwas so mit Erfahrungspunkte? Ich weiß gar nicht, ob es das gab. Scherbenplünderer. Schnitzexperte. Okay. Ja, schnellere Heilung ist eigentlich auch immer wichtig. Wir spielen ja hier auf schwer, da ist das schon ein bisschen... ja, zusätzliche Rohstoffe, okay. Ja, Lockruf finde ich ist jetzt nicht so krass. Hier muss ich sagen, bei Horizon Zero Dawn, die Nahkampfangriffe waren immer ein großer Minuspunkt. Also klar, hier so Rüstung zerbrechen ist schon cool, aber ich finde, das ist in Zero Dawn noch nicht so wichtig. Nehmen wir noch das hier, damit wir da ein bisschen, damit wir nicht so viel fettfingern. Was ist das denn hier alles? Gutschein-Outfit. Aha. Irgendwelche Outfits, gut. Ja, können wir uns ja dann mal anschauen, wenn wir noch so weit kommen. Oh, das mit dem Schnee und so. Machen wir mal Schnellspeicherung. Das passt schon. Kannst außerdem kleine Maschinen mit R2 niederschlagen. Oh, Junge, Alter. Okay, also R2 ist der schwere Schlag, verstehe. Also das Kämpfen in Forbidden West war deutlich cooler noch. Also das haben sie richtig gut geupgradet. Da hat es auch echt Spaß gemacht. Mal in den Nahkampf zu gehen. Rollen wir Kreis, genau. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Warte mal, gibt's die Karte eigentlich? Oh ja. Oh, die Karte fand ich damals auch richtig, richtig nice. Wie kann ich die... ach nee, ich kann die gar nicht so schwenken. Und ich weiß noch ganz genau, als ich hier so lang gegangen bin, für dieses Lagerfeuer, hier gibt's sonst irgendwie nichts. Also wirklich, kein...
Kein Wegpunkt, kein gar nichts. Ah, hier oben ist das Frozen Wilds Gebiet. Da war ich, by the way, noch nie. Ich habe das DLC nie gespielt, Tatsache. Ah ja. Aber die Karte ist auch gar nicht so krass wichtig in dem Spiel, finde ich. Weil es halt nicht so diese übelsten Nebenquests gibt und alles. Man wird halt nicht bombardiert auf der Map. Was macht er hier oben? Ach, da ist er ja. Steht stimmt. Da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Okay. Was fehlt denn? Kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Hm. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Jetzt weiß ich wieder, was da war, stimmt. Der Sägezahn. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. So, Lohn sammeln und Metallscherben. Das ist ja gar kein Problem. Jetzt muss ich die Karte öffnen, okay. Oh, meine Batterie zur Stadt ist ein bisschen leer, na gut. Läuferareal. Da muss ich wahrscheinlich hin. Und hier unten ist wahrscheinlich Cast. Ja. Aber wir jagen erstmal. Ich bin der Meinung, aber ich glaube, ich werde das Spiel tatsächlich für mich spielen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Ach ja, die waren nur Schnellreisepunkte, stimmt. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Sarah nicht, Sherlock. Ja, also mal gucken. Mutterherz, ob und wie ich das mache. Noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Oh, hat sie das gerade nochmal gesagt mit den zwei Tagen? Das ist ja weird gewesen gerade. Ist ganz schön weit alles weg. Oh. Oh, gutes Fleisch. Boah, jetzt hör. Oh Mann, Aloy, hör doch auf. Ich hab Hunger. Mann. Gutes Fleisch, wie sie das Fleisch auch betont hat. So richtig genussvoll. Ach ja, und jetzt mal ganz kurz nochmal vorweg, ne? Weil das ja auch viele gesagt haben. Von wegen, warte mal, kann man das so sehen? Nee, man kann das so nicht sehen. Warte mal, vielleicht kann ich hier den Fotomodus benutzen. Ah ja. So, also, wo genau sieht Aloy jetzt eigentlich nicht weiblich aus? Jetzt mal ehrlich. Also ich habe so viele Kommentare bei Forbidden West immer gesehen oder irgendwelche, keine Ahnung, und da sieht es ja fast genauso aus jetzt hier. Das ist ja so die Engine von Forbidden West, denke ich mal, also die überarbeitete Grafik. Ob die eine neue Engine haben, weiß ich da gar nicht, glaube nicht. Also wirklich, wer da immer noch sagt, die sieht nicht aus wie eine Frau, das ist wirklich peinlich.
Und auch unverständlich. Check ich einfach nicht. Ich wollte das nur mal kurz loswerden, weil ich glaube, ich habe das Thema noch nie wirklich behandelt. Wie kann man denn rutschen nochmal? Geht das überhaupt schon? Gut, das geht noch gar nicht, ne? Das nehme ich lieber mit. Ich verstehe auch nicht, ob die Leute, die das immer gesagt haben mit der Frau, dass es ja keine Frau ist. Oh, hier ist eine Nebenquest, oder? Ob das wirklich Leute sind, die schon mal jemals eine Frau gesehen haben, bin ich ja ehrlich. Also, ich glaube nicht. Ist das da nicht ein Läufer? Doch, das ist doch ein Läufer. Ich muss mit dir reden. Willst du nicht helfen? Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Ja, schade. Na gut. Willst du dich helfen? Nee, jetzt nicht. Bleib beim Spann hier. So. Hi. Kann ich mit dem reden da? Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Stabiler Bart. Ja, soll ich die Sachen hier jetzt auch machen? Warum ich? Ja, das ist eine blöde Frage. Ich bin gerade in der Nähe, also. Es sind irgendwie doofe Fragen. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay, Quests. Die ist Stufe 4. Die will ich aber auch irgendwie machen. So. Okay, wo ist er? Da unten. Hier ist noch ein Schnellreisepunkt. Ganz schön viele. Gibt ganz schön viele Lagerfeuer hier. Wir können ja unterwegs auch noch ein paar von diesen Läufern killen. Das geht ja auch. Oh, aber ich habe auch Zero Dawn, ne? Jetzt, wo man das so in flüssigen 60 FPS spielt, ist das halt auch schon echt krass, wie anders das Spiel direkt ist. Also es hat doch schon mit 30 Spaß gemacht, ne? Ich bin halt nicht so ein, so ein verwöhnter Futzel. Oh, sehr nützlich. So, ich jagte jetzt erstmal. Aber trotzdem, das ist schon ein Genuss. So, weg damit. Oh, scheiße. Oh. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Oh, perfekt. Oh Gott, da kommen noch mehr. Mann, ich will mal mit X ausweichen. Irgendein Spiel, was ich momentan spiele, weicht mal mit X aus. Ich weiß nicht mehr in welchen. Shit. Boah, weicht man denn mal mit X aus? Ich glaube Monster Hunter Wilds, die Beta war das. Da ist man mit X ausgewichen. So, jetzt erstmal schön looten. Ja, Waffenmodifikation. Ich weiß nicht, ob man die schon benutzen kann. Okay, anscheinend geht das. Herstellen. So, modifizieren. Ja, mehr Schaden. Kann ich schaden. Yay, Trophäe. Nice one. Ich weiß gar nicht. Es gab ja auch ein New Game Plus. Was? Waffenrad? Achso, kann ich jetzt schon herstellen? Ah, Tatsache. Ja, nur 10 Stück kann ich davon herstellen. Ja, ich will jetzt auch noch keine Feuerfalle benutzen. Soll ich vergessen, was ich sagen wollte? Perfekt.
Hä? Was soll ich denn jetzt sagen? Das muss ach ja, genau, wegen New Game Plus. Und sie steckt in der Klemme. Ja, sie steckt in der Klemme auf jeden Fall. Ja, ist ja gut, jetzt unterbricht mich, sonst vergesse ich das schon wieder. Und ich vergesse mich auch gleich. Ist das im New Game Plus so gewesen? Weil ich habe das ja nicht gespielt. Oh, ups. Ja, jetzt halt doch mal die Klappe da oben, meine Fresse, ey. War das da auch so, dass man neue Spuren und so bekommen hat, damit man irgendwie eine Chance hat? Wie war denn das da? Oh, der hat mich gehört. Der hat mich gehört. Ah, dem ist das jetzt gerade... Oh je. Boah, Junge, also wirklich. Das ist ja anstrengend. Ja, vernichte sie, bitte. Nicht, dass du noch deine Freunde rufst. Oh, oh, oh. Auf sie. Ja. Schalte sie aus. Hä, da ist doch einer. Ja, da war noch einer. So. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Wenn du nochmal weiter rumschreist, ey, dann kriegst du einen Pfeil ins Auge. Oder ins Knie. Da kannst du bei Bethesda anfangen, ob du als NPC mitarbeiten darfst. Kann ich kurz mit dir reden? Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Ja, machen wir mal den Speer. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Müssen wir jetzt das erste Mal gegen Menschen kämpfen, oder? So, erstmal hier speichern. Das gibt mir die Fogos. Mit der 1 kannst du zielen. Okay, Spur, ja. Achso, das war's schon. Da ist schon die Spur. Okay, verstehe. Dachte, ich muss jetzt hier so Batman-mäßig so ein bisschen... Was war denn das? Was war das für ein Geräusch? So ein bisschen Detektivarbeit machen hier. Ach, wahrscheinlich ist deswegen auch die Quest auf Level 4, weil wir jetzt gegen Menschen kämpfen. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Gott. Wer ist er jetzt hier? Ist er nicht einer der Plünderer? Oh. Okay, verstehe. Sag mir nicht, das hier ist das Scheißhaus. Dieses Land gehört unserem Stamm. Weiß sie das denn nicht? Bleib mal entspannt hier. Warte mal, hä? Bin ich falsch? Achso, nochmal den Fokus benutzen, ne? Ah, okay. Sorry, my bad. Mutters Wege. Ach nee, Plünderer waren ja gar nicht die Menschen. Oh Gott, bin ich dumm. Plünderer waren ja diese anderen Maschinen, genau. Und deswegen ist die Mission auf Stufe 4, weil die sind ein bisschen aggressiver und stärker. Da fällt einfach mal Schnee runter, da ist ein Wildschwein. Oh, das hält ein bisschen aus. Ja, Wildschweine allgemein halten echt viel aus eigentlich. Die haben ja eine sehr dicke Haut. Die Spur endet hier. Macht also auch irgendwie Sinn. Ich sollte drüben nachsehen. Dann hätten sich doch schon die Plünderer, oder? Sind die nicht da? Hier? Habt ihr da gerade was gesehen? Ne, es sind Wächter.
Na gut, dann gucke ich mal nochmal nach. Habe ich mich wohl geirrt. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kars zu kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wofür man fettes Fleisch und so brauchte. Konnte man irgendwie die Beute damit verbessern? Also was wie mehr Köcher und so, ne? Oder mehr Pfeile in einem Köcher. Irgendwie so. Ach, man muss gar nicht immer speichern in den Dingern. Komm, der eine HP, Alter. Der eine HP. Da oben ist er. Ups. So, jetzt hole ich mir den Speer. Okay, ich muss erst nach oben. Gut. Ich hoffe auch, dass das mit meiner Erkältung jetzt nicht allzu genervt hat. Oh, shit. Oh Gott, nee. Ich sehe noch nichts. Okay, sehr gut. Da runter. Boah. Da kommen sie. Na, guck mal, hier ist das Gras nicht so. Ja, guck mal, das meine ich zum Beispiel. So war das auch, glaube ich, in. Also, man sieht trotzdem denjenigen, ne? Aber. So ist das halt viel besser, als wenn das Gras in alle Richtungen verstreut ist. Ja, okay. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Nach genau sieht mir das aber nicht aus. Oh, ich kann hier auch One-Hit machen. Ich weiß, dass nicht jede Maschine One-Hit ging. Also macht doch Sinn, es gibt auch noch riesengroße, also, ne? Aber bei denen dachte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass das geht. Oh, scheiße. Ich wusste gar nicht mehr, dass die Wächter auch scannen können, bin ich ehrlich. Oh, da ist auch noch einer, okay. Oh, den könnte ich aber holen, Tatsache. Der dürfte mich gar nicht erst sehen. Das macht die Sache etwas leichter. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Noch bin ich hier nicht fertig. Sie muss aber auch länger Takedown bei denen. Also ich glaube, das kann man auch noch skillen, aber sie muss auf jeden Fall länger bei den Takedown. Sehr gut, haben wir. Ah, wir sind sogar Stufe 4 geworden, perfekt. Nice. Wie sieht es mit der Zeit aus? Okay, dann werde ich jetzt hier noch kurz den Skillpunkt machen. Da hinten, okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Was ist denn hier? Boah, Schlag von oben ist halt auch gut. Boah, ich glaube, ich gab es auch noch irgendwas, was krass war. Mit schweren Waffen, okay. Ja, das mit den kritischen Treffern ist halt auch gut. Wenn die in der Falle sind. Ja, soll ich das erst skillen und danach werde ich das hier hinten mal skillen. Je mehr lautlose Angriffe ich machen kann, desto besser ist es auch eigentlich. Und ja, das war's mit dem Video. Wir haben jetzt eine Stunde Horizon Zero Dawn Remastered gespielt. Eigentlich krass, in was für einer Welt wir leben, dass ich das jetzt schon sage mit dem Remastered. Man könnte doch eigentlich schon fast sagen, es ist eine... Lol. Ah ne, alles gut. Es ist eine Art Remake. Habe ich so gerade gewundert, warum der Kopf vom Wächter so wackelt. Das seht ihr jetzt auch nochmal, warte. Da. Das sieht ein bisschen weird aus. Und ja, also ein Remake wäre natürlich noch ein bisschen anders, ne? Engine-Überarbeitung und alles mögliche. Das hier ist ja keine neue Engine, das ist ja eigentlich wirklich nur aufgehübscht.
Aber ich bin gespannt, ob es da noch andere Sachen gibt. Ich muss mich da mal ein bisschen belesen, ob es da noch andere Vorteile gibt gegenüber dem normalen Zero Dawn. Oder ob es wirklich nur die Grafik und ein paar Textzeilen sind. Aber ich glaube, mehr erwartet man von einem Remaster doch gar nicht. Das bedeutet, wir sehen uns dann vielleicht, ich weiß es noch nicht, zu einem Story-Let's Play. Wenn dann erst nächste Woche. Wenn ihr das Video hier heute, wo es rauskommt, seht, heute ist noch ein Halloween-Stream, genau wie morgen ab 18 Uhr. Da werden ein paar Horrorspiele gespielt, habe ich Bock drauf. Und da könnt ihr auch gerne einschalten. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr mehr solcher, ich sag jetzt mal, ja, die erste Stunde mit Videos sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht nächste Woche zu dem Let's Play. Haut rein und tschüss.